Moin und herzlich willkommen bei der Firma Berotech. KTM hat ja für seine EXC-Modelle für 2024 Neuerungen oder geänderte Teile von 95% angegeben. Das bedeutet, dass wir auch einige Änderungen bei der Installation von unserem Kumpan haben. Die würden wir euch gerne heute zeigen. Wir haben jetzt hier eine Husqvarna FE350. Also es gilt wieder für die EXC-Modelle und die entsprechenden Husqvarna-Modelle und auch von GasGas, was wir jetzt heute machen. Wie gesagt, es gab große Änderungen. Bei uns in der Installation gibt es dann kleine Änderungen und angefangen hat das hier oben mit dem Display, wie wir das befestigt haben. Also wir haben jetzt hier eine neue Gabelbrücke bzw. eine Lenkerklemmung und da passt dann der Halter, den wir bisher verwendet haben, nicht. Da haben wir jetzt einen neuen Halter auch bei uns im Shop. Den könnt ihr dann einfach entsprechend eurem Baujahr auswählen. Also wenn ihr 2024er Modelle habt, dann haben wir jetzt hier einen neuen Halter. Nach wie vor finden wir aber, dass die Display-Einheit hier oben einfach gut im Sichtbereich ist. Deswegen installieren wir die immer hier. Wenn das angebracht ist, könnt ihr die Kabel dann hinter die Lampenmaske verlegen. Und da kommen wir zu der nächsten Neuerung, die Anschlussmöglichkeit. Wir haben ja für die Sport-Enduros haben wir einen speziellen Zwischenstecker, weil die keine normalen ACC-Anschlüsse haben. Und die 224er-Modelle haben jetzt hier auch noch einen anderen Stecker. Das ist so ein Super-Seal-Stecker, also wo die Einzeladern noch abgedichtet sind. Und dafür haben wir jetzt auch einfach einen neuen Stecker. Der sieht einfach anders aus, ist aber auch mit vier Kabeln, also ein vierpoliger Stecker. Und haben dann hier unsere Anschlüsse, die also mit dem Licht geschaltet sind. Das heißt, die sind mit Zündung geschaltet. Und dann könnt ihr diesen Stecker hier einstecken und entsprechend dann die Anschlüsse vom Kumpan oder den Zusatzmodulen hier anschließen. Also wir werden an der Husqvarna hier noch das Öldruck-Kit installieren. Das heißt, wir brauchen hier die ACC-Splitter. Deswegen haben wir jeweils zwei Anschlüsse. Das machen wir dann ganz zum Schluss, wenn wir alles installiert haben. Das könnt ihr aber hier vorne installieren. Dann geht das weiter mit dem Drehzahlsignal. Beim Drehzahlsignal, das ist eigentlich gleich geblieben. Da haben wir hier auch diesen blauen Stecker, den ihr in diesem Bereich hier findet, also am Kabelbaum. Und der blaue Stecker, der ist eben werkseitig und der weiße Zwischenstecker hier oder Abzweigstecker, der kommt dann von uns. Den könnt ihr dann einfach Plug and Play einstecken und dann das schwarze Kabel, das kommt ja vom Kumpan Display-Einheit oben. Da legt dann das Drehzahlsignal an, das könnt ihr dann einfach hier zusammenstecken. Weiter geht's dann mit dem Gangsignal. Das Gangsignal oder der Gangsensor, der liegt an diesem Stecker an, den findet ihr hier in diesem Bereich. Das ist so ein dreipoliger Stecker mit einem schwarzen Kabel, blaues Kabel und ein grün-braunes. Und auf dem grün-braunen Kabel, da liegt eben unser Gangsignal an. Das nehmen wir ab mit diesem Abzweigverbinder. Den haben wir hier schon eingepflegt. Das würde ich nochmal gerne zeigen. Also wir haben hier zwei Eingänge, so einen seitlichen, durchgängigen Eingang. Und den führen wir hier so rum, dass das sauber eingelegt ist. Also das grün-braune Kabel, dass der sich auch noch so ein bisschen bewegen lässt. Und dann kommt vom Display oben kommt das schwarz-weiße Kabel. Das ist unser Analog-Eingang 1. Und den können wir dann hier oben in den zweiten Eingang von dem Abzweigverbinder einstecken. So auf Stoß, also ganz durch. Das sieht man jetzt hier hoffentlich. Ja. Also so, dass er ganz durchgesteckt ist und dann darf er natürlich nicht wieder rausrutschen. So, wenn wir dann sichergestellt haben, dass der sauber sitzt, also das Kabel im Kanal liegt, dann können wir das mit dem Finger schon mal so zusammendrücken, dann sind die Kabel fixiert. Und dann nehmen wir so eine Parallelzange hier und drücken diesen Abzweigverbinder ganz zusammen. Bis dann hier hinten, ja, bis der auch so einrastet. Und dann sollte hier hinten das bündig sein, also dass dieser transparente Teil mit dem blauen Teil ganz bündig ist. Da hinten muss ich nochmal ein bisschen draufdrücken, der Ecke. Na, dann rastet der ein, der Teil ist bündig und dann tritt auch diese Gelfüllung aus, die isoliert dann die Kontaktstellen, dass es hier zu keiner Korrosion kommt.
Das wäre dann das Gangsignal. Und dann stecken wir natürlich den Stecker hier gleich wieder ein, dass wir das nicht vergessen. Dann kann der einrasten. Und dann ist der nächste Schritt der Motortemperatursensor. Motortemperatursensor installieren wir bei den 250er und 350er Viertaktmodellen am Steuerkettenspanner. Also der ist hier vorne am Zylinder und Fahrtrichtung rechts. Da kommt man relativ gut hin. Eigentlich mit dem Gabelschlüssel, ja, also das ist eine relativ gute Position. Den können wir dann hier installieren und dann das Kabel entsprechend Richtung Kumpan legen, also hier noch am Rahmen fixieren. Genau, das sind so die Haupteinbauschritte, wenn man jetzt nur unseren Kumpan installiert. Wie gesagt, mit diesen Änderungen für die 224er Modelle. Und wir haben ja gesagt, wir installieren jetzt hier an der Husqvarna auch noch unser Öldruck-Kit. Für die Sport-Enduros haben wir da so ein Adapterstück, was wir hier gegen den Original-Ölfilterdeckel tauschen können. Das haben wir dann installiert, also das ist unser Adapterstück. Das könnt ihr so als komplettes Set dann kaufen. Das ist unser Öldrucksensor. Den installiert ihr am besten, bevor ihr das, den Deckel hier anschraubt. Und wenn ihr dieses Kit installiert habt, dann habt ihr hier noch einen zweiten Anschluss und das könnt ihr als Alternative nehmen für die Motortemperatur. Also was ich euch eben am Steuerkettenspanner gezeigt habe, das könnt ihr euch dann sparen und das direkt hier mit anschließen. Habt ihr eine saubere Lösung und dann einfach das Kabel hier hochlegen. Ne, das ist jetzt der falsche. Das Kabel kommt von da oben runter, das heißt, den könnt ihr hinlegen. Das ist der vom Steuerkettenspanner, den könnt ihr euch wie gesagt sparen und dann hier unten den Stecker einstecken und auch hier dann die Kabel entsprechend am Rahmen fixieren. Und dann müssen wir von dem Zusatzmodul, diesem Öldrucksensor, müssen wir noch das Sensorkabel anschließen. Das machen wir auch hinter der Lampenmaske. Zwar ist dann hier, kommt dieser Kabelstrang, kommt von unserem Zusatzmodul, also dem Öldrucksensor. Das ist das Stromkabel, was ich schon beschrieben habe, was hier über die ACC-Splitter noch angeschlossen wird. Und das schwarz-weiße Kabel ist dann das Signalkabel, was also das Signal vom Öldruck weitergibt. Und das schließen wir hier am schwarz-blauen Kabel an. Das schwarz-blaue Kabel ist der Analog-Input 2 von unserem Kumpan. Und das verbinden wir hier mit so einem Stoßverbinder. Der ist eigentlich ähnlich wie der Abzweigverbinder, was ich euch gerade gezeigt habe. Nur, dass natürlich hier zwei offene Kabelenden sind. Und auch hier müsst ihr dann die Kabel einstecken, bis auf Anschlag. So, genau, ihr seht hier oben jetzt, die Kabelenden stehen an. Dann auch mit dem Finger einmal zusammendrücken, sind die fixiert und dann mit der Zange auch vollen zusammendrücken, bis auch hier das bündig ist. Das heißt, das orangene Teil guckt nicht mehr raus. Und hier unten ist dann noch diese Fettfüllung, diese Gelfüllung ausgetreten und isoliert auch diese Kontaktstelle. Und dann haben wir hier das Zusatzmodul angeschlossen. Dann, was wir noch für eine Möglichkeit haben: wir könnten jetzt hier noch die Kühlwassertemperatur abnehmen. Also das wäre ja auch noch ein Zusatzmodul. Das sind zweite zweite Motortemperatur, in dem Fall dann das Kühlwasser. Das sieht dann so aus. Das zeigen wir euch jetzt einmal kurz in dem Video, wie wir das installiert haben. Um den Adapter für die Wassertemperatur zu installieren, brauchen wir natürlich erstmal ein Schlauchstück, was lang genug ist. Der Wassertemperatursensor, der hat jetzt hier 60 mm und entsprechend brauchen wir so ein gerades Schlauchstück, wo man den dann installieren kann. Genau, wir installieren den hier jetzt mittig. Das wird so vom Fahrzeug ein bisschen vorgegeben. Hier oben kommt der Temperatursensor rein und wie der dann abgehen kann, das entscheidet dann so über die Position von dem Adapter. Da muss man natürlich noch den richtigen Durchmesser wählen. Wir haben jetzt hier 18 mm, das heißt, der Durchmesser hier von dem Adapter, das sind die 18 mm und die stimmen dann natürlich mit dem Innendurchmesser von dem Schlauch überein. Da muss man also die richtige Größe wählen, da haben wir ja verschiedene in unserem Shop. Und dann kann man einfach hier die Position festlegen, zeichnet sich dann hier das an. Also die Breite von diesem Teil, das sind dann die 20 mm. Diese Breite, die muss man dann aus dem Schlauch raustrennen. Und wir machen das jetzt hier mit so einer Schlauchzange, dass wir da einen relativ geraden Schnitt bekommen.
Genau, und das kann man dann so wieder zusammenbauen. Hier machen wir jetzt noch den Temperatursensor rein. Also das würde ich empfehlen, das im Vorfeld zu machen, nicht am Fahrzeug, weil man da einfach nicht so gut Kraft aufbringen kann. Das heißt, wir machen den einfach in den Schraubstock, dann den Temperatursensor, 1/8 Zoll ist das, also das sind immer 1/8 Zoll Gewinde hier, Kupferdichtring drauf, dann den eindrehen. Anziehen. Dann machen wir hier noch die Schlauchstellen drüber natürlich vor der Installation. Und dann können wir hier die Schlauchstücke aufstecken. Ja, und die Position, die kann sich dann natürlich noch ein bisschen ändern. Also wir können das ja jetzt noch verstellen. Das gucken wir dann nachher im Fahrzeug, wie hier der Kabelabgang gelegt werden muss. Und diese Schlauchstellen, die müssen natürlich hier auf der Höhe vom Adapter sein. Und dann kann man die schon mal so mal ein bisschen anlegen, dass man nicht so viel am Fahrzeug nachher schrauben muss. Ja, und so können wir es dann direkt installieren. Den Wasserschlauch haben wir jetzt hier installiert. Und unser Adapterstück mit dem Temperatursensor sitzt jetzt hier drin. Das Kabel können wir dann hier hochlegen und dann hier am Kabelstrang befestigen. Und wie gesagt, den Anschluss, den lassen wir jetzt an dem Motorrad mal weg. Das könnte man mit dem zweiten Zusatzmodul für die zweite Motortemperatur dann noch anschließen. Und ansonsten haben wir auch die Kabel eben von unserem Ölsensor und auch vom Öldrucksensor hier im Rahmen schon fixiert und dann, wie gesagt, hier hoch verlegt und dann hier an diesem Kabelstrang auch entlang. Hier gehen dann auch die Kabel durch vom Gangsignal und auch vom Drehzahlsignal. Da kann man einfach die Schraube lösen und dann die Kabel hier hinter sauber verlegen, hinter die Lampenmaske. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie die Einstellungen dann am Kumpan hinterlegt werden müssen. Wir haben jetzt den Tank, die Sitzbank und auch die Verkleidung wieder installiert. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, wie jetzt hier unten diese Einbausituation ist. Also der Öldrucksensor und auch der Motortemperatursensor sind hier wunderbar geschützt, also abgeschirmt vom Motorschutz. Wie gesagt, die Kabel hier hoch am Rahmen verlegen, mit Kabelbindern fixiert. Und dann können wir jetzt einmal die Maschine starten. Werte werden jetzt schon sauber ausgegeben, also Ganganzeige, Drehzahl, Öldruck und Motortemperatur. Die Einstellungen, die hier wichtig sind, das hier auf Input 1 haben wir eben den Gangsensor angeschlossen. Und wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann könnt ihr noch diese Kalibrierung durchführen, dass ihr quasi den Kumpan mit dem Gangsensor anlernt, also die verschiedenen Werte. Das muss einmal initial gemacht werden, wenn ihr den Kumpan installiert habt. Und auf Input 2 haben wir den Öldrucksensor installiert. Dann unter Settings würde ich euch noch gerne das Service-Menü zeigen. Wir haben ja hier einige Daten, die wir erfassen. Das heißt, hier der obere Wert, das sind einmal die Kurbelwellenumdrehung, die wir zählen. Dann hier die Kaltstarts. Hier wird eine durchschnittliche Motortemperatur gezählt oder hinterlegt. Und hier die Betriebsstunden. Über das Set-Menü könnt ihr dann verschiedene Schwellenwerte einrichten. Wenn die überschritten werden, bekommt ihr so eine gelbe Hinweiswarnung. Da könnt ihr einfach nochmal eine persönliche eigene Dokumentation auch führen. Also für euch, um eine Verschleißbewertung vom Motor durchzuführen. Ich wähle jetzt einfach nochmal ein anderes Menü aus. Da haben wir dann eine andere Anordnung der Daten. Aber das sieht dann alles soweit gut aus. Okay, das war es mal in aller Kürze. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu der Einbausituation von den einzelnen Komponenten, also beispielsweise Motortemperatur, oder auch zu der Kompatibilitätsliste, also nach Modelljahren könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Wir haben aber auch wie immer Dokumentation auf unserer Internetseite. Die Links zu den einzelnen Produkten sind unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, so wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.